Eigentlich wollte ich jetzt endlich mal meine Neo-Drohne testen, die ich mit einem Anflug von Größenwahn oder Überheblichkeit oder Unvernunft gekauft habe. Ja, ich habe mir die erste Drohne gekauft. Ich habe irgendwie dieses Video angeguckt und gedacht, doch komm, jetzt kaufst du dir endlich mal eine Drohne. Ich habe mir das schon so lange überlegt, aber ich fand die immer zu kompliziert, zu mühsam. Und die hier bedient man ja einfach mit einem Knopf und fertig ist. Da dachte ich, komm, die kaufst du dir mal. Dann habe ich nachträglich gesehen, dass sich ganz viele die hier gekauft haben. Ja, als hätten die da irgend so eine Hypnobotschaft in dieses Video reingemacht. Aber ja, die Tatsache, dass ich hier sitze und nicht damit rumspiele, sagt ja schon alles. Es regnet schon wieder, den ganzen Tag regnet es, wenn es nicht gerade hagelt oder zibölelet, wie wir auf Schweizerdeutsch sagen, wenn es da die kleinen Eisklümpchen sind. Nun, ich dachte mir, während ich hier nur, jetzt regnet es auch hier, ich dachte, ich sei am Schermen. Nun, ich dachte mir, komm, dann beantwortest, machst du was Nützliches, anstatt einfach nur rumzusitzen und Kaffee zu trinken. Beantworte doch Publikumsfragen. Die Publikumsfrage vom Nur Johnny ist mir begegnet und hat mich daran erinnert, dass sehr, sehr viele Leute gefragt haben. Er fragt nämlich, wie das mit den neuen AirPods 4 ist, die ja jetzt Noise Cancelling haben, wie die AirPods Pro 2. Sind die denn so viel schlechter, gleich gut? Wie schaut das aus? Und dann ist mir eingefallen, es sind so viele Fragen zu diesen AirPods gekommen. Es war ja auch ein bisschen verwirrlich. Ich habe ja schon ein Video dazu gemacht, dass ich auch selber reingefallen bin. Ich dachte, kämen auch neue AirPods 2. Aber da hat ja Tim Cook einfach ein bisschen überschwänglich gesagt, das ganze Line-Up kriegt Updates. Manche haben eben Hardware-Updates gekriegt, andere haben Software-Updates gekriegt. Das ist ja das Spannende am Apple-Event, den man ja wirklich aus vielerlei Gründen kritisieren kann. Aber das Tolle daran ist, dass sehr, sehr viel alte Hardware neue Funktionen bekommen hat. Das ist natürlich sehr, sehr löblich und sehr, sehr toll, aber klar, wir Hardware-Turbos hier auf YouTube und in der Technikwelt werden gerne mehr neuen Hightech-Plunder gesehen, aber gab es halt nicht. Nein, aber das mit den alten Geräten mit neuen Funktionen, das ist natürlich spannend. Neue, teure Geräte mit alten Prozessoren, ein bisschen weniger. Aber das was haben, machen wir nicht nochmal auf, darüber haben wir schon sehr, sehr viel gesprochen. Also zur Frage. Die AirPods 4, wie sie heißen, haben ja jetzt zwei Versionen davon. Es gibt die günstige Variante davon, die praktisch nichts hat, die einfach Kopfhörer ist. Und dann gibt es die AirPods 4 mit Noise Cancelling drin. Ich habe mir die in Cupertino schon mal kurz ins Ohr gesteckt, aber das reicht natürlich nicht. Da müssen wir einen Test abwarten und dann kann man das dann wirklich beurteilen. Aber diese, die teureren, die haben mehr Funktionen. Die haben beispielsweise ein Case, was man drahtlos laden kann und die haben eben Noise Cancelling haben sie auch. Zudem haben sie unten am Case Lautsprecher, dass man sie schneller findet, wenn man sie da irgendwo sucht und verhühnert hat, wie man so schön sagt. Und die Frage von Nur Johnny ist jetzt, wie ist das Noise Cancelling da drin? Wie gesagt, ich konnte das nicht seriös vergleichen. Ich habe sie einfach mal im Ohr gehabt, aber nicht irgendwie AB-Tests oder sowas gemacht. Das ist sowieso nicht meine Spezialität. Da gibt es Leute, die das viel besser können und viel mehr Zeit reinstecken und da minutiös vergleichen. Das Ding ist einfach, die Vierer AirPods, sowohl die günstigen wie die teureren, die haben keine so Gummiaufsätze-Dinger drauf. Die halten also nicht so perfekt im Ohr. Da gibt es einfach eine Größe, die passt für alle. Da hat Apple nochmal erklärt, dass sie da ja Millionen von Ohren inzwischen vermessen hätten und Erfahrung hätten, was die perfekte, ultimative Durchschnittsgröße aller Ohren ist. Ich muss jetzt ein bisschen lachen und an Douglas Adams mit der Frage aller Fragen und 42 denken. Ja, aber anscheinend gibt es den perfekten Durchschnittsgehörgang oder sowas. Bei mir haben sie auf jeden Fall sehr, sehr gut gehalten. Aber weil sie halt keine so Gummipfropfen vorne dran hat, die man individuell anpassen kann, können sie natürlich nicht so gut verschließen, wie das halt die AirPods Pro 2 können, die eben ja diese Gummipfropfen vorne dran hat. Das ist ja immer ein bisschen der Trick bei diesem Noise Cancelling. Einerseits gibt es natürlich eben das mit diesem Antischall, wo die Lautsprecher das Gegenteil von dem ausstrahlen, was die Mikrofone auffangen und das so wieder aufheben. So wird Noise Cancelling betrieben. Aber ganz, ganz viel davon ist einfach auch Dämmung. Und je besser der Hörkanal halt zu ist, desto weniger kommt rein. Und da muss man gar nicht so viel Software zaubern machen. Und das ist der Vorteil halt von AirPods Pro. Die verschließen die Ohren sehr, sehr gut. Das ist mir auch bei den Dyson OnTrack aufgefallen, da den großen Überohrkopfhörern. Die haben so unglaublich gute Polster und schließen die Ohren so gut ab, dass sie gar nicht so viel Software-Zauber machen müssen. Machen sie natürlich trotzdem. Die AirPods 4 dagegen, weil sie halt diese One-Size-Fits-All-Ansatz haben, schließen natürlich nicht annähernd so gut und können darum sicher nicht gleich gut sein wie die AirPods Pro, obwohl sie denselben Prozessor drin haben, den H2. Also rein physikalisch werden sie da nicht mithalten können, aber
Also in der Demo, die ich ausprobiert habe, war es sehr, sehr gut. Aber was auffällig war, sie haben natürlich auch nur sehr, sehr tiefe Töne gespielt. Was ein bisschen einfacher ist anscheinend, hohe Töne, also beispielsweise wenn Leute sprechen, insbesondere Kinder, ist ein bisschen schwieriger wegzufiltern, halt, wenn die Kopfhörer nicht komplett zumachen. Also da muss man dann gucken, wie gut sie sind. Aber was mir halt am meisten aufgefallen ist, schon in Cupertino sofort, man kann die Lautstärke nicht regulieren bei den Vierern. Ich liebe das bei den AirPods Pro 2, dass man die Lautstärke halt regulieren kann, wenn man da rauf und runter wischt. Das ist toll, aber das haben die Vierer nicht. Und insgesamt eben die Frage, ob man jetzt die Vierer oder die Pro nehmen soll, warten wir die Tests ab, würde ich sagen. Aber das Ding ist einfach, Apple hat es ja selber gesagt, die Pro sind, ich glaube, die beliebtesten, wenn nicht die erfolgreichsten Kopfhörer der Welt. Da haben sie irgendeinen dieser vielen Superlative aus dem Hut gezaubert, den niemand nachkontrolliert. Ich glaube, da kann man einfach sagen, was man möchte. Wenn man Apple ist, wenn ich jetzt behaupte, ich hätte die erfolgreichsten Kopfhörer der Welt erfunden, dann wäre es vermutlich was anderes. Nein, das Ding mit den AirPods Pro ist einfach, die sind auch nicht so wahnsinnig teuer und man hat es jetzt wieder gesehen, die kriegen so viele Updates ständig. Das spricht schon auch sehr für die AirPods Pro. Eigentlich hat Apple da die AirPods 4 sehr schön vorgestellt und danach gleich wieder ein Plädoyer für die AirPods Pro, die damit Software ständig weiterentwickelt werden, neue Sachen kriegen. Den Gehörtest, den haben wir simuliert ausprobieren können in Cupertino. Also war nicht ein richtiger Hörtest, aber sie haben uns die Software gezeigt. Da hört man halt auch so Geräusche und muss dann Knöpfe drücken und dann wird ausgerechnet, wie gut das Gehör noch ist. Aber da muss man noch ein bisschen warten, bis das dann zu uns kommt. Was auch noch nicht zu uns kommt, was auch nur die Pro haben, ist die Hörgerätfunktion. Das ist natürlich nicht ein super Profi-Hörgerät, was da mehrere tausend Franken oder sowas kostet. In Amerika gibt es anscheinend, ich kenne mich ja im Hörgerätemarkt überhaupt nicht aus, ist noch ein bisschen altersmäßig über mir, gibt es anscheinend so Over-the-Counter, nennen sie das. Also man kann da einfach, wie Lesebrillen, wenn man eine Lesebrille will, geht man auch in den Laden und kauft einfach irgendeine. Wenn man eine richtig gute Brille will, geht man zum Optiker, der sie dann auch anpasst. Und so Over-the-Counter-mäßige seien sie sogar ein bisschen besser mit ihren AirPods Pro, dann haben sie versprochen. Muss man mal gucken, wann es kommt. Apple hat geschrieben, im Herbst. Apple Schweiz hat geschrieben, kamen wir dann in viele Länder, unter anderem USA, Schweiz und Japan. Ja, habe ich lustig gefunden, dass da Japan auch noch dabei war. Ja, auf jeden Fall, das kommt und das ist natürlich etwas, was man immer bedenken muss. Die AirPods Pro sind Apples Top-Kopfhörer, ihre Lieblingskopfhörer, die kriegen immer alle Funktionen zuerst und das spricht sicher immer für die Pros, aber muss man dann, wie gesagt, gucken. Was die Vierer auch haben, wie die Pros, ist die neue Funktion, auf die ich unendlich gespannt bin, dass man dann Siri-Sachen beantworten kann, indem man nickt oder Kopf schüttelt. Ja, was ich mich jeden Tag nerve, wenn sie sagt, in meinen Kopfhörern drin, Raphael, du scheinst zu trainieren, soll ich das aufzeichnen? Dann sage ich, ja, aufzeichnen, hey, aufzeichnen, hey, bitte aufzeichnen, es funktioniert nie. Schluss mache ich einfach immer so mit der Uhr und zack, es ist aufgezeichnet, also das hat nie funktioniert. Nein, das ist die Sache mit den Vierern und den Pros. Und dann haben viele Leute noch nach den Max gefragt. Ja, wie sieht es denn da aus? Was funktioniert denn da? Wie sieht es aus? Und wir haben ja schon darüber gelästert, dass sie ein sehr, sehr liebloses Update gekriegt haben. Sehr, sehr schöne Farben, unbestritten. Aber das Update an sich ist ziemlich lieblos, weil einfach noch der H1 drin ist und sonst USB-C. Also der Prozessor von 2020 ist halt nochmal drin und keine neuen Funktionen, ganz viele Sachen, die Pro halt eben die Lieblingskopfhörer von Apple können die neuen Max nicht und können die alten sowieso nicht. Aber die neuen Max können noch etwas nicht, was die alten noch konnten. Ja, Apple hat sie nicht nur lieblos abgegradet, sie haben sogar etwas weggelassen. Was ich ja liebe an den AirPods Max ist, dass man sie auch per Kabel betreiben kann. Ich habe mir extra damals, ich habe da früher mal ein Video dazu gemacht, schon ewig her, dieses unglaublich lausige, sehr, sehr teure und halt leider praktische Kabel gekauft, nämlich Klinke auf Lightning, was man da in die Kopfhörer steckt und dann kann man sie halt, damals hatte ich noch einen Adapter fürs iPad oder am MacBook, kann man sie auch betreiben, wo sie ganz großartig sind, sind im Flugzeug, wenn man da Filme guckt. Ich gucke inzwischen keine Filme mehr im Flugzeug, trotzdem, man kann es natürlich im Flugzeug einstöpseln, man kann es einfach überall einstöpseln und man hat dann verzögerungsfreies Audio, was natürlich viel, viel cooler ist. Die Freunde, die Videoschnitt machen, wissen, wovon ich rede. Gibt nichts Mühsameres, als mit Funkkopfhörern Video zu schneiden, wenn der Ton und das Bild nicht synchron ist. Ist für mich nicht so ein Drama, weil ich lese immer die Wellenformen und sehe genau, wo welcher Ton ist, aber es ist halt schon ein bisschen irritierend. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, für die neuen AirPods Max gibt es kein Flugzeug, Klinke, irgendwas, Kabel mehr. Nein, gibt's nicht. Ich habe extra nachgeschaut auf der Apple-Webseite, da gibt's nichts.
Und ich habe unter uns auch den Verdacht, dass es auch USB-C auf USB-C Audio nicht geben wird. Aber das muss man dann im Test gucken. Ich habe das schon ein bisschen rumgehört bei Kollegen. Aber so 100% sicher bin ich mir nicht. Das müssen wir dann ausprobieren, weil das ist das Großartige an den Sonos-Kopfhörern. Die schließt man einfach per USB-C ein Kabel in, eine Seite des Kabels in den Kopfhörer, die andere Seite ins iPad rein, Mac rein, was auch immer rein. Und man hat halt verlustfrei, also verzögerungsfrei, muss ich sagen, verzögerungsfreies Audio. Verlustfrei ist mir ja Schnurz. Aber die Freunde von Lossless werden da natürlich auch nicht wahnsinnig glücklich sein, wenn es sowas nicht gibt. Also. Aber das war ja eh schon klar mit dem H1, der das vermutlich gar nicht kann. Aber da auf das Minenfeld Lossless Audio lasse ich mich gar nicht ein, das ist viel zu kompliziert. Jetzt hat es irgendwie aufgehört zu regen. Vielleicht gehe ich dann doch noch ausprobieren. Nein, ich hoffe, ihr habt die Frage vom Nur Johnny ansatzweise beantwortet. Falls ihr noch weitere Fragen habt, ungeniert unten rein kommentieren, sondern empfehle ich einfach abwarten, bis die Reviews kommen. Und falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, Raffel ist gar nicht richtig verregnet worden. Wir hätten sehen wollen, wie er verregnet wird. Daumen nach unten. Ja, ich gebe es zu, ich bin ja auch sehr schadenfreudig. Hat eine Zeit lang nicht so ausgeschaut, als würde ich hier verregnet. Ich habe aber klatschnasse Füße. Ja. Ich bin da in eine Pfütze reingetrampt. Mit dem Grund, warum wir dieses Video jetzt dringend beenden müssen. Falls ihr weitere Videos, insbesondere dann die Review der neuen Kopfhörer sehen wollt, unbedingt Abo abschließen. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video. Ja, doch noch gutes Wetter erwischt. Naja, gut ist übertrieben, ist ziemlich wolkig da oben. Aber das Ding müssen wir einfach noch ausprobieren. Ich mag nicht warten auf die finale Review. Mal schauen, ob sich das Ding hier bewährt. One.